habe gerade voll Lust, Musik zu hören. Oh mein Gott, was ist? Was ist das? Ja, okay, wenn das nicht richtig funktioniert, dann spiele ich halt Wii Sports. Hey Leute, jetzt kommt zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Gameplay-Commentary. Und Leute, bevor ich das Video richtig starte, und zwar will ich mal zwei Kumpels von mir erwähnen. Und zwar erst den Ponic. Und zwar ist er ein Kollege von mir, also auch ein Kommentator im Blackout X-Tank. Richtig korrekter Typ. An dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, hatte gerade die 81 Abonnenten. Wäre richtig krass, wenn wir vielleicht dem die 100 voll machen, wenn das möglich wäre. Und vielleicht wissen auch schon die meisten von euch, dass mein guter alter Kumpel Queasy, den ich auch schon ziemlich lange kenne, seinen 800 Abonnentenkanal aufgegeben hat und einen neuen gemacht hat. Der hat jetzt gerade 95 Abonnenten. Das wäre auf jeden Fall richtig cool, auch wenn wir dort die 100 voll machen können. Huizi hat auch noch gestern ein Video geladen. Auf jeden Fall schaut da mal auch vorbei und schreibt mal bitte in die Kommentare Hashtag VernixArmy. Ich will mal wissen, so, ob ich das dort lese oder wie oft ich das überhaupt lesen werde. Wäre auf jeden Fall eine korrekte Aktion von euch. Und Leute, ich hatte letztens mal wieder Lust irgendwie, hab mir einfach, das war gestern sogar, die PlayStation dran gemacht, auch irgendwie am Dienstag oder so habe ich auch ein bisschen gespielt. Und zwar Black Ops 3. Jetzt kommt's. Auf der PlayStation 3. Oh, Daniel, bist du eigentlich behindert? Willst du dich umbringen? Nein, Leute, aber wahrscheinlich wissen das viele nicht. Und zwar ist Black Ops 3 auf der PlayStation 3 extrem scheiße. Also wirklich, es leckt rum wie ein Stück Kacke. Keine Ahnung, 30 FPS oder so. Auf jeden Fall richtig behindert. In den Gunfights ist es immer richtig schlimm. Das leckt immer so rum. Das Spiel ist echt schlimm. Also die Grafik ist richtig schlimm. Keine Ahnung, locker 360p, sag ich mal. Also weiß ich jetzt nicht genau, aber ich vermute es mal. Dann gibt es in dem Spiel noch überhaupt keine Texturen. Und es ist mir auch aufgefallen. Okay, das ist mir schon davor aufgefallen. Also schon seit längerer Zeit. Und zwar, wenn ich das schon länger spiele, vielleicht so eine Stunde, sage ich mal. Wenn ich eine Stunde aktiv am Zocken bin, dann bekomme ich langsam Augenschmerzen, also rote Augen. Das hat meine Mutter und mir auch schon so bestätigt. Also wirklich, das ist echt nicht gut für die Augen, meine ich. Aber Leute, das Spiel hat auch ein paar Vorteile. Und zwar sind dort nur Noobs unterwegs. Zum Beispiel, wenn dich ein Gegner von hinten anschießt und ein Teammate daneben steht, also neben dem Gegner, dann müsst ihr schon, wenn ihr Glück habt, ist das ein guter Teammate, der den Gegner wenigstens töten kann. Wenn es ein scheiß Teammate ist, was meistens der Fall ist, müsst ihr dem Gegner einen Turn-On geben. Weil wirklich, Leute, ich hatte das schon öfter, das ist richtig schlimm. Die Teammates, die können einfach null. Also wirklich, ich hatte zum Beispiel einmal in der Runde zweimal Geist und zweimal Raps. Und wir haben trotzdem fast noch das Spiel verloren, das war TDM, weil die Teammates einfach absolut scheiße sind. Jetzt nochmal kurz zu den Killstreaks, also Raps, Geist und sowas. Und zwar spiele ich zum Beispiel 10 Runden und in 8 Runden bekomme ich davon meine Streaks. Das ist eigentlich richtig cool, also das ist nochmal ein Beweis dafür, dass da nur Noobs unterwegs sind. Manchmal habe ich auch so einen Nuklearfail wegen den Lags in den Gunfights, also da kann ich einfach nichts machen. Ihr müsst auch aufpassen, ein paar gute Spieler sind dort, also die euch holen können. So übel Sweater sind dort nicht, aber halt, wie gesagt, ein paar Leute, die euch anschießen und holen können. Wenn man sich dann die Killcam anguckt, denkt man sich, oh, what the fuck, was, wie konnte der mich holen? Also wirklich, der hat eigentlich so scheiße geaimt. Aber das war auch eigentlich relativ chillig, weil ich mir immer so meine JBL angemacht habe und dabei noch Musik gehört habe. Und ja, deswegen war es eigentlich auch relativ chillig. Und Leute, das war's schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Lasst doch mal gerne einen Daumen nach oben da. Ich will mal vielleicht heute auf die 40 Likes gehen. So, vielleicht annähernd 40 Likes. Das wäre auf jeden Fall richtig krass, wenn wir die packen diesmal. Würde mich auch freuen, wenn ihr zum Beispiel den Link dieses Videos in eine Gruppe, in eine Call of Duty Gruppe oder sowas schicken würdet. Um mich natürlich zu unterstützen, um mich weiterhin zu motivieren. Wie gesagt, schaut nochmal bei Ponic und Queasy vorbei. Beide sind ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Ja, schreibt mir Verbesserungsvorschläge in die Kommentare, falls ihr welche für mich habt. Und dann sage ich auch von meiner Seite aus, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.